etwas, das mich fasziniert. Ich lese darüber so viel ich kann. Gerade etwas zur Zerstreuung: Die Zeitmaschine von H.G. Wells, ein Science-Fiction-Klassiker. Und damit möchte ich gerne ein kleines Experiment wagen. Und dazu brauche ich jemanden, der offen ist für radikale wissenschaftliche Ideen. Kennst du dieses Buch, Die Zeitmaschine? Das ist über 100 Jahre alt. Da geht es um einen Wissenschaftler, der eine Zeitmaschine baut und damit ins Jahr 800.000 reist. Und das werden wir beide gleich machen. Okay. Bevor wir diese Zeitreise machen, ich hätte gerne, dass du mir eine Seite aus diesem Buch wählst. Du sagst einfach irgendwann Stopp. Genau hier? Genauso wie vorhin. Du kannst nochmal weiter, du kannst zurück, wo du machst. Genau hier oder? Genau an diesem Stopp. Doch. Ich hätte gerne, dass du dir diese Seitenanzahl hier kurz einprägst. Ja, merk die Seitenanzahl. Und ich hätte gerne, dass du aus dieser Seite ein Wort wählst, ein Hauptwort, ein Substantiv, wie die groß geschrieben sind. Hast du das? Dann denk an dieses Wort und merke die Seitenanzahl. Wir werden jetzt gleich eine kleine Reise machen. Und nach dieser Show, wenn diese Show vorbei ist, werde ich etwas sehr Ungewöhnliches machen. Ich werde ein Kuvert nehmen und in dieses Kuvert werde ich ein paar Gegenstände einfüllen. Und dann werde ich heute Abend dieses Kuvert platzieren. Und zwar, ich werde es unter einen Sitz legen. Und zwar genau unter dem Sitz, auf dem du jetzt gerade sitzt, unter diesem Barhocker. Und jetzt werden wir nachsehen, ob du aus der Zukunft etwas mitgebracht hast. Greif mal unter diesen Barhocker. Klebt natürlich ein Kuvert drunter. Wunderbar. Dann nehmen wir dieses Kuvert von Barhocker weg. Hast du? Ja, genau, sehr schön. Machen wir dieses Kuvert auf. Ich habe ein paar Dinge reingegeben. Und ich werde nach der Show ein paar Dinge reingeben. Machen wir auf. Schau mal rein, aber nimm noch nichts raus. Ist da ein Blatt Papier drin? Sehr gut. Lass es noch können. Du hast ja hier aus diesem Buch eine Seite gewählt. Würdest du uns mal verraten, welche Seite das war? Die 74. Da kannst du mal mitschauen. Wir haben 67, 71, 72. Und hier ist 75. Und mit der Seite 74, die wurde rausgerissen. Das ist genau die Seite 74. Du kannst mal das Blatt Papier aus dem Kuvert rausnehmen. Das ist nicht irgendein Blatt Papier, das ist eine Buchseite. Das ist die Seite 74. Und die passt hier tatsächlich. Wenn Sie sich mal diese Buchseite ansehen, also bei mir sind da ungefähr, ich würde mal sagen, 100, 200 Wörter auf dieser Seite drauf, ja, und es sind jede Menge Hauptwörter. Weil du konntest dir ja eigentlich von diesen Hauptwörtern aussuchen. Ja. Und ich werde nach der Show nicht nur eine Seite aus diesem Buch rausreißen, ich werde nach dieser Show auf dieser Buchseite ein Wort mit Bleistift markieren. Und zwar genau das Wort, das du gleich sagen kannst. Bis jetzt bist du der Einzige, der es weiß. Ist hier auf dieser Buchseite ein Wort markiert mit Bleistift? Das heißt, du denkst an ein Wort, das bis jetzt noch keiner weiß außer dir. Und hier ist schon ein Wort markiert. Ziemlich kurios, oder? Sorry. Du musst mir ganz kurz laut verraten, wie heißt das Wort, das du denkst? Feuer. Feuer. Dann würden Sie uns verraten, wie das Wort heißt, das ich eingerichtet habe? Das ist tatsächlich Feuer. Ja.